Ich würde auf die Frage Nummer 1, die Frage Kosten der Ausstellung Zero Waste, das ist die Frage des Abgeordneten Stefan Brandner. Welche Kosten entstehen nach Kenntnis der Bundesregierung dem Bundeshaushalt durch die Gruppenausstellung Zero Waste, die durch das Umweltbundesamt realisiert wird? Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich beantworte die Frage wie folgt. Für die Realisierung der Ausstellung Zero Waste und des interdisziplinären Begleitprogramms beteiligt sich das Umweltbundesamt mit 80.000 Euro an Sachpersonal und Honorarkosten einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Ferner fördert der Fonds Sozialkultur einzelne Veranstaltungen des Begleitprogramms mit einer Summe von 17.000 Euro. Herr Kollege Brandner. Dankeschön. Bei der Gruppenausstellung Zero Waste handelt es sich ja um eine Art Kunstausstellung, die in Leipzig stattfinden soll, die, ich zitiere mal aus einer Pressemitteilung, internationale Positionen zeitgenössischer Kunst, die auf die Dringlichkeit verweisen, Ressourcen zu schonen, weniger zu konsumieren und nachhaltiger zu leben. Installationen, Videos, Skulpturen und Fotografien sollen da gezeigt werden. Und weiteres im Zitat, die beteiligten Künstlerinnen wollen globale Konsequenzen von Plastikverpackungen, Reifen, Abrieb, giftigen Chemikalien und Überproduktion aufzeigen. Meine Fragen sind in diesem Zusammenhang, inwieweit ist solch ein Kunstprojekt fundiert, wissenschaftlich vorbereitet worden und vereinbar mit § 2 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes über die Errichtung des Umweltbundesamtes? Das Umweltbundesamt hat die Aufgabe, auch Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Das Ziel, das mit dieser Ausstellung verbunden ist, deckt sich mit den Zielen übrigens auch der Bundesregierung und des gesamten Hauses hier, dass wir Abfallvermeidung und schonenden Umgang mit Ressourcen machen. Das Ganze wird in Kooperation mit dem Museum der Bildenden Künste in Leipzig durchgeführt. Das ist nicht das erste Mal, dass das Umweltbundesamt auch die Vermittlung von politisch wichtigen Bildungsthemen zusammen mit Künstlerinnen und Künstlern macht. Aber in dem Begleitprogramm wird ja auch der Dialog gesucht. Und Kunst ist auch eine Form der Auseinandersetzung mit gesellschaftlich wichtigen und relevanten Themen. Und deswegen begrüßen wir auch solche Formen der Vermittlung. Herr Brandner. Ja, Sie sprachen die künstlerischen Aspekte an. In der Pressemitteilung des Umweltbundesamtes heißt es auch, dass ein Künstler Tue Greenford, ein dänischer Künstler, da großformatige Fotografien ausstellen will, mit denen er Feuer in Müllverbrennungsanlagen untersucht. Meine Frage ist jetzt an Sie konkret, wie können großformatige Fotografien von Feuern in Müllverbrennungsanlagen Aufklärungsarbeit leisten und was soll konkret dabei herauskommen? Also ich kenne diese Bilder nicht. Ich sehe auch keinen Sinn darin, jedes einzelne der dort stattfindenden Kunstprojekte zu bewerten. Ich darf aber darauf hinweisen, dass zum Beispiel die Bilder von Walen und der Plastikmüll, der in den Mägen gefunden worden ist, dazu beigetragen hat, dass enormes Bewusstsein entstanden ist in der Bevölkerung, wie notwendig es ist, Meeresschutz zu betreiben. Danke, Herr Präsident, für das Wort. Herr Staatssekretär Pronold, die Minimierung von Müll ist ein sehr gutes Ziel, das befürwortet werden muss. Die Frage ist natürlich jetzt in der vom Kollegen Brandner angesprochenen Ausstellung, werden da auch die Müllmengen angesprochen, die durch die massenhafte Flächenverbreitung der sogenannten erneuerbaren Energien durch Zehntausende von Windrädern anfallen, zum Beispiel innerhalb der Carbon-Rotorenblätter, also diese gigantischen Mengen von Tonnen, Zehntausenden Tonnen von Abfallmaterialien, die da angesprochen werden. Und weitere Frage, weil ja unter Waste auch im Sinne der Nachhaltigkeit auch der Fraß von Flächen angesehen wird auch die massive Flächenbenutzung von sogenannten erneuerbaren Energien durch Zehntausende von Windrädern, durch die Industrialisierung von Forst- und agrarwirtschaftlichen Flächen angesprochen innerhalb dieser Ausstellung? Und wenn nein, warum nicht? Also erstens ist die Ausstellung nicht eröffnet. Zweitens habe ich sie noch nicht gesehen und kann deswegen über jedes einzelne Projekt und jede einzelne Ausrichtung, die da drin stattfindet, auch keine Auskunft erteilen. Das ist die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung,
Was aber zum Beispiel in die Konzeption der Ausstellung mit eingeht, ist, dass auch die Form der Ausstellung selber darauf achtet, dass so wenig wie Abfall wie möglich anfällt, dass so viel Recycling auch im Bereich der Ausstellungen und der dargebrachten Kunstformen tatsächlich selber stattfindet, dass ein vernünftiger CO2-Fußabdruck damit verbunden ist und all diese Dinge. Sodass ich vermute, dass eine sehr umfassende Betrachtung der gesamten Thematik Zero Waste damit verbunden ist. Zu der Frage kann ich Ihnen aber zumindest, was die Rotorenblätter angeht, sagen, dass nun ich selber vor kurzem auch bei Forschungsinstituten war, die jetzt Methoden gefunden haben, wie es auch möglich erscheinen lassen, auch solche Rotorenblätter, die aus entsprechend schwierig zu recycelnden Legierungen sind, wo berechtigte Aussicht besteht, dass man die doch recyceln kann.